Einen wunderschönen guten Tag an diesem, nicht mehr ganz so heißen Dienstagnachmittag. Auch nicht mehr ganz so sonnig. Aber ich find's gar nicht so schlimm. Letztes Mal habe ich mir hier meinen Arsch weggeschwitzt. Jetzt kann ich mal in Ruhe hier ein bisschen zocken. Ja, wir sind wieder in einer weiteren Demo, weil momentan ist ja auf Steam das Demo, ich hätte es fast gesagt Festival, aber auf jeden Fall werden die Demos gerade ein wenig größer. Beworben nenne ich es jetzt mal. Und so kommen wir halt auch zu ein paar neuen Spielen. Oder ich finde zumindest ein paar neue Spiele, die man sich durchaus angucken kann. Ich werde mir mal auf jeden Fall einen neuen Company-Namen machen. Wir sind nämlich bei Good Company. Eine Demo, die ich jetzt eben erst gefunden habe. Also auch wirklich gerade erst kurz. Ich habe mich eben so relativ lange geguckt. Ja, okay, was spielst du denn jetzt mal? Also, es hat ein bisschen auch gedauert, bis ich mir dann klar war, worauf ich denn Bock habe. Ehrlich gesagt, es hat ein bisschen gedauert. Ich habe aber jetzt was Schönes gefunden, finde ich persönlich. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Wirkt nämlich ganz angenehm. Und ja, es ist im Kern ein kleines Fabrikspiel, was wir hier aufbauen. Geht es darum, soweit ich das jetzt verstanden habe, wir müssen uns das angucken, ich habe noch nicht reingeschaut, dass wir unser eigenes kleines Unternehmen aufbauen, aus der Garage starten und dann weitergehen und größer werden und auch verschiedene Produktionsketten wieder haben und so weiter und so weiter. Wie das im Detail dann funktioniert, das werden wir dann sehen. Ja, ich bin nebenbei schon dabei, ein wenig unser Logo zu designen. Ich möchte irgendwas mit einem schönen grünen Wolf haben, wie man sieht. Ich weiß nur noch nicht, wie es heißen soll. Irgendwas mit Wolf, logischerweise. Ich nenne es jetzt Wolf Entertainment. Ob es Sinn macht, naja, sei mal dahingestellt, aber was macht bei mir schon Sinn? Ihr müsst ein bisschen entschuldigen, heute ist, ich bin nicht ganz so vom Kopf wach, aber Stream und für euch sollte es reichen, meiner Meinung nach. Nee, Spaß beiseite. Das wird heute schon gehen, aber falls zufällig da so was kommt und so, dann wisst ihr Bescheid. Kann ich auch ich habe noch nicht herausgefunden, wo ich meinen okay. Das ist Frau, das ist Typ. Okay, ich wollte gerade sagen, wo ich mein Geschlecht ändern kann. Gucken wir doch mal, ob wir einen Charakter erstellen können, der ungefähr zu mir passt. Ich möchte auf jeden Fall einen Claptrap dabei haben, ja. Jo. Übe mal. So, wir brauchen noch auf jeden Fall eine Brille. Gesichtsmerkmale. Auch in meinen Bart. So ist ein bisschen viel. So ist viel zu viel. So sieht das aber total lächerlich aus. Oh ja, so schön mit Fliege. Was gibt's denn hier Schönes? Kann ich da Farben ändern? Oh, ich kann mein... Warte, erstmal kauf die Neo. Und ja, ich finde den Namen Waldi schön. Ich behalte Waldi für meinen Claptrap. Aber ich kann die Farben hier nicht ändern. Finde ich ja doof. Das sieht nämlich irgendwie alles ein bisschen lächerlich aus. Nehmen wir das, was am lächerlichsten aussieht. So. Ich will Handschuhe. Ich kann keine Handschuhe. Schade. Oh ja, so richtig geil mit Cowboy-Stiefeln. Oh ja, so gehört sich das. Haarfarbe. Essen würde ich bald sagen. Das. Hautfarbe. Und Kleidung. Oh, ich kann doch Kleidungsfarben ändern. Oh, dann bin ich ein Rothemd. Dann sterbe ich als erstes. Ja, ich bin ein Rothemd. Gut, damit haben wir jetzt unseren Charakter designt und unsere
unser Unternehmen. Und ich würde sagen, weil es ist ja wieder nur eine Demo. Und ja, das Spiel ist meines Wissens nach schon rausgekommen, wenn ich es gerade eben richtig gesehen habe. Gehen wir mal in die Kampagne und lassen uns das Tutorial zeigen. Nach 4 Jahren der Wanderschaft bist du wieder zurück in Good County, der Heimatstolzer Bastler und Unternehmer. Bei deiner Rückkehr stellst du fest, dass rücksichtslose Weltkonzerne die lokale Industrie in die Knie gezwungen haben. Jetzt brauchen deine Mitbürger Arbeitsplätze und jemanden, der ihnen eine bessere Zukunft bietet. Du sollst im Auftrag des Wirtschaftsministeriums die lokale Wirtschaft hier auf den richtigen Weg bringen. Ihr Vertreter wird dich bald kontaktieren. Ja, dann warten wir doch mal ab. Also, hier ist noch ein bisschen was gesperrt. Und dass die anderen Städte sind... Also, es ist halt nur eine Demo. Also, ihr seht, also ist schon ein bisschen was drin. Und ein paar Gebiete drin. Anscheinend, auf die ich zugreifen kann. Aber zu Anfang starte ich erst bei mir zu Hause. Da haben wir die Carrie Goldfield, die sich bei uns meldet. Und dann gucken wir mal. Was haben wir denn für Ziele? Mache deinen ersten Profit nach Abschluss der Grundlagen. Jupp, verdiene 4000. Ein neues Modell. Sorge für einen stetigen Output. Okay, baue 10 Battery Packs pro Woche. Wende das Gelernte an und starte ein neues Produkt. Stelle 10 Kalkotrons pro Woche her. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Werden wir aber irgendwie schaffen. Ausbildung Goldfield. Hallo und willkommen bei Good Company. Mein Name ist Carrie Goldfield und ich werde dich anweisen. Bist du bereit? Erführe alle Aufgaben aus der Liste. Achso. Lass uns mit der grundlegenden Steuerung beginnen. Okay. Zoom, Kamera schwenken. Und ja, ist klar. Dann, falls du vorausgegangen auch Informationen nach willst, klicke auf die Anleitung. Okay. Hier wird mir ganz viel Stuff erklärt. Also es gibt ein... Ich nehme es mal mit, als es gibt ein bisschen was an, Materialien. Schneller geht es mit F1. Okay. Weiter. Gut, das hätten wir schon mal. Versuchen rein zu zoomen. Okay. BASD. Gut, fein. Ich weiß, das sind reelle Grundlagen, aber wir wollen doch nicht, dass du schon jetzt die Orientierung verlierst. Ja, das kriege ich gerade hin. Ich erzähle dir ein wenig über dich. Okay, jetzt machst du mir Augen. Also hast du mich schon gestalkt oder wie muss ich das verstehen? Jeder Spieler hat eine eigene Spielfigur, die durchgehend präsent ist. Das Aussehen der Spielfigur könnte deinem Profil angepasst werden. Die Figuren werden wie andere Mitarbeiter im Spiel eingesetzt. Sie bekommen kein Gehalt und tragen keine Arbeitskleidung. Okay. Im freien Spiel und späteren Schulen der Kamele bekommen die Spielfigur zusätzliche Eigenschaften, die sie zu besseren Arbeitskräften oder Managern macht. Ja, es macht Sinn. Okay. Und jetzt? F1. Levelinstruktion. Biofigur Personalautomatisierung. Ja, das habe ich verstanden. Okay, Belohnung, Plastikgehäuse. Ja, du hast mir jetzt ein bisschen was über mich erzählt und du? Mitarbeiter, Markierungen. Ich habe eine Minimap. Die mein Grundstück im Kern zeigt. Okay. Materialien ist klar. Ach du Scheiße. Also, das Spiel sieht jetzt auch nicht ganz mega trivial aus, ehrlich gesagt. Tutorial. Grundlegende Steuerung. Lernst du etwas über Arbeitsbereiche, Märkte und Produktdesign? Okay. Fein. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Mitarbeiterübersicht. Ja. Okay, ich könnte. Panda-Zone. Was ist die Panda-Zone? Und ein Bastlertisch. Aber ich kann doch noch gar nichts bauen. Ja, ich klicke da drauf. Das habe ich schon verstanden. Und jetzt? Mit der Schnellentscheidung stellst du Mitarbeiter ein. Wo ist denn dies? Ich hätte jetzt erwartet, dass ich hier oben irgendwie was machen kann. Ach ne, hier habe ich einen Bastlertisch. Ah, und hier kann ich eine Schnelleinstellung machen. Ja, dann stellen wir doch mal schnell wen ein. Okay. Fein. Werden mit der Schaltfläche Unternehmen mit dazu aktiviert.
Okay. Grundlegende Steuerung. Okay, habe ich jetzt geschafft. Das hat sie mir eben aber nicht erklärt. Sehr gut, du kannst jetzt die Grundlage aus dem Zoom produzieren. Ich habe dir einen Arbeitsplatz vorbereitet. Du kannst entweder eine Spielfigur an den Tisch arbeiten oder du tust die Schnellstaff. Ja, das habe ich eben schon gemacht. Ja, das habe ich ja gerade schon gemacht. Ach, das kann ich jetzt an dem Tisch selber machen. Achso. Okay. Ja, aber ich habe doch schon wieder eingestellt. Habe ich jetzt noch wen eingestellt? Ich habe hier doch schon. Wen? Habe ich dich jetzt wieder gefeuert? Wow. Okay, offensichtlich habe ich dich gefeuert. Und ich kann jetzt Plastikgehäuse herstellen. Es ist wichtig, deinen Angestellten genaue Arbeitsanweisungen zu geben. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Deinen Angestellten fehlt Material für die Produktion. Wir müssen die Bezugsquelle definieren. Doch zunächst müssen wir Material bestellen. Lass uns das jetzt tun. Ja, sehe ich ein. Material kann einfach gekauft werden, wenn sich diese im Lieferbereich... Für einen Kauf muss eine Regel hinzugefügt werden und auf Einkauf gesetzt werden. Okay, darüber kann ich dann auch die Menge definieren. Einkäufe passieren jeden Morgen. Okay. Und ich brauche Plastik, um Plastikgehäuse herzustellen. Ja, das macht ja Sinn. Wie viel brauche ich denn so am Tag? Super, wenn die Materialien würden, wird dein Angestellter mit der Herstellung beginnen. Ja, das macht ja auch Sinn. Nun muss dein Angestellter wissen, wo die fertigen Module abgelegt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, doch für den Moment werden wir sie verkaufen. Gegenstände werden auf einer Kurierpalette verkauft, wenn diese in einem Lieferbereich befindet. Ja, macht auch Sinn. Achso, und da muss ich auch eine Regel für machen. Okay. Möchte aber gerne mehr einkaufen. Okay, warte. Verkauf. Gucken wir mal. Ab jetzt verkaufen wir jeden Montagmorgen Module. Verkaufe ein Kunststoffgehäuse, auch die, die du vielleicht noch in deinem Inventar hast. Okay, habe ich noch Inventar, Leute, drin? Ja, wir warten mal ab. Wir gucken jetzt erstmal. Einkaufslieferung. In wenigen Sekunden kommt mein Einkauf. Dann gucken wir nochmal. So, da habe ich jetzt mein Plastik gekriegt. Ja, der kratzt sich jetzt in Plastik. Und was brauche ich jetzt? Brauche ich dafür 2 Plastik? Ja, dann solltest du ja... Ach, dann ist ja voll 200 viel zu viel. Ne? Weil der braucht ja voll lange dafür. Reichen ja 100 vollkommen. Am Tag, aber dicke. So, jetzt habe ich da ein Plastik drin. Plastikgehäuse drin. Okay. Müsste dann doch gleich wieder schon verkauft werden, oder nicht? Verkaufsausgang in einer Sekunde, gleichzeitig mit dem Einkaufseingang. So, jetzt habe ich die ersten Sachen verkauft. Ja, cool. Ein Schritt näher am Erfolg. Toll, verlässliche Angestellte zu haben. Wir sind halb durch. Bald wird es Zeit, Produkte zu fertigen. Ich bin doch schon dabei, Produkte zu fertigen, oder nicht? Doch erst müssen wir unsere Modulproduktion erweitern. Ja, das sehe ich ähnlich. Baue deine Firma aus, indem du das Konstruktionsmenü benutzt. Wähle ein Objekt aus der Liste und platziere es an der gewünschten Position. Ja, das kriegen wir auch hin. Damit wir sie benutzen können. Achte darauf. Ja, verstanden. Dann bauen wir noch einen Bastlertisch. So. Wie viele Bastlertische kann ich? Wie kann ich drehen? Okay, mit R kann ich drehen. Kann ich dich auch noch umstellen wieder? Die Kosten wurden beim Platzieren abgezogen. Füge noch einen weiteren, sodass wir insgesamt 3 Bastlertische haben. Ich habe aber erst 2. Und dich würde ich gerne noch umplatzieren wieder. Geht das? Verschieben. Dankeschön. Dich nach da. Dich nach da. Genau. Perfekt. So, und ich möchte noch einen Bastlertisch. Kann aber auch nur mit R drehen, ne? Stelle 3 Bastlertische auf. Ja. Für unsere erstes Produkt. Ich möchte langsamer. Für unser erstes Produkt benötigen wir 3 verschiedene Module. Hier steht jetzt das LED-Feld und die Knopfzelle zur Verfügung. Jawohl! Yay! Woo!
Du scheinst bereit zu sein, das selbst auszuführen. Denk daran, dass du alle bisherigen Informationen in der Anleitung... Ja, ist auch klar. Und nicht vergessen, wähle, was gebaut werden soll, stelle Mitarbeiter ein, bestelle Material und reserviere Objektfelder für die Module. Ja, das macht auch Sinn. Okay. Ich brauche... Knopfzähne. Da brauche ich Chemikalien für, ist auch fein. Und ich brauche... LED-Feld. Da brauche ich Elektronikteile für. Okay, fein. Heißt, ich muss jetzt eigentlich neue Sachen kaufen. Chemikalien. Einmal kaufen. Und... Knopfzelle, Plastikgehäuse, Elektronikteile. Kaufen. Ja, so. Dann muss ich jetzt hier ihn einstellen für. Und ich kann doch jetzt hier rüber... Kann ich dich nicht irgendwie zuweisen? Ah, ja, ich kann mich zuweisen. Ich lappen. So, und jetzt müsste der ganze Scheiß ja hergestellt werden. Richtig? So, Eingang von da, Ausgang nach da. Und du, Eingang von da, Ausgang nach da. Okay, damit müssten wir ja jetzt die ersten Sachen hergestellt kriegen. Und auch direkt verkaufen. Ne? So. Die erste Knopfzelle ist schon hergestellt. Meine Mitarbeiter werden das ja jetzt wohl ganz zügig hier hinkriegen. Ich finde das übrigens witzig, wie die einfach irgendwie darauf rumhauen. Hör ich das mal rein? Also. Ne? Die hauen da einfach drauf rum mit den Händen. Wenn ich so produzieren könnte, ne? Das wäre krass. So. LED-Feld habe ich jetzt. Sofort. Ach ne, der muss noch eins bauen. Okay, dann bauen wir noch eins. Das hat mir richtig Geld gegeben. Oder gibt das wegen dem Meilenstein Geld? Das kann natürlich auch sein. Fantastisch. Schön zu sehen, wie du dir all diese neuen Verfahren aneignest. Ich denke, wir sind bereit für die Produktmontage. Module verkaufen ist gut, Produkte verkaufen ist besser. Produkte bestehen aus mehreren Modulen und können dir gutes Geld einbringen. Ja, gehe ich von aus. Montagetische werden benötigt, Produkte aus Modulen hier zu bauen. Ja. Die Montage funktioniert wie die Herstellung, nur dass Produkte anstatt Module gebaut werden. Montagezeiten unterscheiden sich je nach den Modulen, die im Produkt verbaut werden. Ja, macht Sinn. Dann brauche ich jetzt Montagetische. Richtig? Richtig. Gut. Dann bauen wir jetzt einen Montagetisch. So. Da kann ich jetzt einen Calculator bauen. Der braucht eins von jedem und ich kann dazu einen einstellen. Und Eingang hier. Ausgang ist auch da. Gut. So, und dann müsste das doch jetzt laufen. So, und im Kern. Ah, dich habe ich gar nicht verkauft. Ah, aber dich verkaufe ich. Ne, dich will ich nicht verkaufen. So, und dann müssten wir jetzt eigentlich damit weiterkommen. So, du produzierst da jetzt die Sachen. Servus, Jesus. So. Reicht mir denn einer? Von den Produktmontagetischen oder brauche ich mehr? Wahrscheinlich brauche ich doch sogar mehr, oder? Wie sind denn die Produktionszeiten? Das würde mich mal überlegen. 1,5 Tage. Du brauchst einen, du brauchst einen, du brauchst einen. Also theoretisch bräuchte ich... Ey, ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal und ich gucke mir auch gerade nur die Demo an. Also leider nein, ich kann dir da nicht helfen aktuell. Theoretisch bräuchte ich zwei davon. Und dann jeweils drei davon. Dann müsste das ja passen. So. Meilensteine erreicht. Grundlegende Steuerung. So. Das Bundesamt für Industrie oder kurz BFI vergibt Trophäen und Belohnungen für den Abschluss bestimmter Meilensteine. Nach Erlangen der ersten Trophäe kannst du dich weiteren Karriereschritten widmen. Oder die zweite oder dritte angehen, falls die Nacht mehr Herausforderung ist. Jo, okay. So, jetzt muss ich eigentlich nur Geld machen. Ja, okay, dann kann ich ja auch ausbauen. Dann mache ich doch genau das, was ich gerade eigentlich vorgestellt habe. Ich brauche noch ganz viele Montagetische. Ich kann auch hier in dem Lieferbereich bauen. Brauche aber wahrscheinlich mehr Lagerfläche, oder nicht? Kann ich davon noch welche bauen?
Ja, mal gucken. Ich habe ja jetzt schon fast das Geld drin. Das ist ja, geht ja ganz fix dann. Ja, da brauche ich auch nichts ausbauen. Dann kann ich das auch eben einfach durchziehen. So. Das habe ich ja jetzt sofort beim nächsten Verkaufen drin. Durch die Taschenrechner. Jo. Verkauf in einer Minute. Nö. Ich will jetzt wirklich gerade nur reines Warten. Aber die Einkaufslieferungen würden zumindest relativ zeitnah immer kommen. Aber ich habe auch genug einfach von allem, um das gerade zu bewerkstelligen hier. Ich denke, wenn ich jetzt verkaufe, dann habe ich es auch insgesamt schon. Not important here. You're just in time. Despite the circumstances, this enterprise managed to prevail. Okay. Ein neues Modul. Also ich könnte jetzt noch weitermachen mit den nächsten Meilensteinen oder ich könnte jetzt zur Kampagnenkarte und in das nächste Bereich gehen. I hate this pink shirt. Ich glaube, ich werde dann mal gucken und die nächsten Sachen machen. Super Arbeit, du hast es sogar in die lokalen Nachrichten geschafft. Der Moderator fachsimpelt gerne über die Wirtschaft. Bestimmt berichtet er ja bald wieder über dich. Du kannst jetzt mit dem nächsten Level fortfahren oder dir hier noch zusätzliche Trophäen verdienen. Ja, dann mehr Trophäen. Okay. Dann baue 15 Battery Packs. Ist dann Battery Packs, ist das jetzt was Neues oder... Ah ja, Batteriepacks sind mehr. So, dann Batteriepacks. Was brauchst du? Plastik und Chemikalien. Das ist nicht das Problem. Du auch Batteriepacks. Und gucken wir mal, ob das vielleicht sogar schon reicht. Setze die Batteriepacks auf Verkauf. Ach, ich muss noch ein Output wählen, ne? Eingang dahin, Ausgang dahin. Du, Eingang dahin, Ausgang dahin. Verkauf, 100%. So. Baue und besetze 3 Wasserstoffe für die Batteriepack-Produktion. Ja, okay, dann brauche ich sogar noch mehr. Dann machen wir das doch mal eben. Eingang da. Ne, warte. Eingang da, Ausgang da. So. Vielleicht sollte ich das aber dann doch nochmal eben verschieben, damit die da vorher laufen können. Nämlich genau da, so. Okay. Baue 15 Battery Packs pro Woche. Ja, dann mache ich hier auch noch einen dran. Und dann haben wir es doch schon. Und dann können wir die Sachen jetzt verkaufen direkt wieder. So. Vielleicht reicht das ja schon. Ich weiß es nicht. Es könnte. Also wenn ich sowieso schon 3 Tische da bauen sollte, gehe ich davon aus, dass es mit 3 Tischen reicht. Jo. Wie lange brauche ich zur Produktion von einem überhaupt? Ein Tag, ja, dann habe ich es sofort. Tada, Meilenstein erreicht. Perfekt. Schön, wie selbstständig du alles meisterst. In dich erwartet sich eine glänzende Karriere. Noch eine Aufgabe ist offen. Ich habe einen Bauplan für dich, für den du für deine Produktion anpassen musst. Denn der Platz in deiner Kurierplatte ist begrenzt. Jupp, ist klar. Regeln für Gegenstände können entfernt werden. Wenn sie, ist auch klar. Auch klar. Montiere 10. 8 Kalkotronen pro Woche. Was brauche ich denn dafür? Ah, okay. Dann kannst du jetzt die produzieren und dann baue ich einfach noch 2-3 Tische davon und dann müsste das ja gehen. Denke ich mal. Oh, ich kann jetzt sogar Deko bauen. Ich
Ein nach da, ein nach da. Und da und nach da. Und du brauchst auch Kalkutscher. So, und dann gucken wir doch mal. Ich denke mal, 8 sollte ich damit dann auch haben, jetzt schon. Wenn den Good Kalk. Verkauf von Good Kalk Produkten. Oh, warte. Good Kalk bist du, ne? Ja, dann du verkaufst nicht mehr. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch 8 Stück produzieren, ne? Dann habe ich es doch schon. So, das sollte ja wohl relativ fix gehen. Kann natürlich sein, dass ich nicht genug Produkte jetzt sogar dafür habe. Wobei, das sieht ganz gut aus. Ne? Sechs habe ich schon, die Woche ist noch nicht zu Ende. Einen brauche ich noch und dann habe ich es ja. Müsste doch jetzt kommen. Oh, es reicht nicht. Ich hätte jetzt mit vielem gerechnet. Ah, wollte gerade sagen, das reicht doch. Perfekt, fabelhaft, du hast alle Aufgaben erledigt. Wir sind hier erstmal fertig. Wie auch immer, Rick Takeda, Kommunikations beim BF-Event zuständig. Wir werden zukünftig sicher öfter das Vergnügen haben. Falls du im Geschäft bleibst, es ist nicht einfach, sich über Wasser zu halten. Vor allem, wenn Haie in der Nähe sind. Lass uns optimistisch bleiben, wir stehen ja erst am Anfang. Du bist jetzt ein richtiger Bastler. Yay! Ich melde mich, wenn wir bereit für die nächste Runde sind. Bis dann, viel Erfolg und gib nicht so schnell auf. Wäre schade. Zurück zur Karte. So. Dann habe ich jetzt den Heimkehr fertig und kann jetzt theoretisch die nächste Map starten, nämlich Charlies Comeback. Level starten. Schön, dich wiederzusehen. Charlie hat mir die Schlüssel für die alte Firma gegeben. Da kommen Erinnerungen hoch. Aber ich will nicht sentimental werden, wir gehen ein neues Thema an. Dazu habe ich wieder einige Instruktionen vorbereitet. Du hast in unserer... dass deine Mitarbeiter auch nicht sehr selbstständig klare Anweisungen brauchen. Jupp, ist klar. Ein Ansatz zur Organisation der Angestellten sind Arbeitszonen. Jedes Gebäude hat zu Beginn eine Zone, aber du kannst weitere erstellen und bearbeiten. Das sind nützlich und so viel gelistet. Ausrüstung kann nur in Arbeitszonen gebaut werden und die Zonen müssen innerhalb von Gebäuden liegen. Zu Beginn hat jedes Gebäude eine einzige große Zone. Mehrere Zonen in einem Gebäude ist einfach. Du kannst neue Zonen erstellen, bestehende oder Zonen löschen. Arbeitszonen können einen individuellen Namen haben und eingefärbt werden. Jo, okay. Wo kann ich das? Ah, hier. Zone löschen. Gibt ihr schon eine Welle Zone löschen und versuche Teile der Arbeitszone zu entfernen. Jo, machen wir das doch mal. Machen wir hier einfach mal 2 weg. Und dann kann ich jetzt hier eine neue Zone bauen. Zone erweitern kann ich halt hier auch. Okay. Aber ich möchte noch eine neue Zone bauen. Oder muss ich explizit Zone erweitern machen? Okay. Zone löschen und ich möchte diese Zone dann erweitern. Tada! So, du kannst Name und Farbe einer Zone. Versuche es mal, wenn du fertig bist, klick auf diesen Text. Okay, fein. Ich setze die Änderung von den Arbeitszonen und blockiere die Bearbeitung, bis ich weiteres erklärt habe. Du kannst die Zone später deinen Bedürfnissen anpassen. Uns fehlt ein Lieferbereich im Hauptgebäude, in dem sich Zone B befindet. Aber keine Sorge, in einer kleinen Gebäude nebenan gibt es einen Zone A und einen Lieferbereich, über den wir Material kaufen können. Der Lieferbereich ist keine Zone, sondern eine markierte Fläche in Gebäuden auf der Kurierpaletten zum einen. Okay, ja, fein. Wir verbinden beide Gebäude mit Kurierrouten. Dann kaufen wir Material in Zone A und bauen die Module in Zone B. Gott, ich kann heute auch nicht mehr lesen. Du kannst jetzt Kurierpaletten bauen. Füge bitte jeder Arbeitszone eine Palette zu. Eine in Zone A und eine in Zone B. Die sind ja auch gar nicht teuer.